Ja, hallo, hier ist wieder die Desiree. Heute mal mit einer Rezension zum Edguy-Konzert auf dem Bang Your Head Festival, jetzt am Wochenende in Barningen. Und ganz vorweg, ich bin extra für Edguy, halt als Edgirl, extra aus Köln angereist. 4,5 Stunden Fahrt, muss ich sagen. Schon Freitag da gewesen, gutes Hotel gefunden, direkt im Ort. Und ja, am Samstag natürlich schon früh da gewesen, um auch möglichst weit vorne zu stehen für Edguy. Es hat dann auch geklappt. Ich habe es dann in die erste Reihe geschafft und ich wurde überhaupt nicht enttäuscht. Also das Konzert hat mir einmalig gut gefallen. Trotz dem Sturz von Tobi, aber darauf komme ich später nochmal zurück. Ja, also was mir gut gefallen hatte, erstmal Edguy hat durchweg gemischt die Songs gespielt, von Rocket Ride bis hin zum Album von Superheroes, wo Tobi noch gesagt hatte, dass da auch Songs drin sind, die noch nie gespielt worden sind, wohl live. So wie zum Beispiel Spooks in the Attic. Fand ich sehr, sehr gut. Und natürlich auch, dass Babylon gespielt wurde, was ich auch gecovert hatte. War jetzt auch ziemlich witzig. Ja, was so meine Bedenken waren, war eigentlich, ich war selbst auf dem Konzert von Edguy in Essen. Und ja, das waren halt nur die Songs von der Age of Joker Tour. Natürlich auch noch ein paar ältere Lieder. Aber was mir natürlich hier ganz gut gefallen hatte, war, dass es so alles gemischt war einfach. Ein paar andere Gäste meinten zwar noch, ja, der hätte vielleicht doch noch andere Sachen spielen sollen, aber ich fand es einfach nur durchweg gut. Auch stimmlich war Tobi wieder total fit drauf. Also es war klasse. Nur was natürlich war, ist der Sturz. Dazu muss ich sagen, hört sich vielleicht schlimm an, wenn ich das jetzt so sage, aber es kann natürlich passieren. Man kann sich immer mal vertreten. Und wer schon mal Edguy live gesehen hat, weiß einfach, dass Tobi niemand ist, der still auf der Stelle stehen bleibt und überhaupt nicht mit dem Publikum interagiert, ne? Also das kann schon leicht passieren. Denn umso begeisternder war ich natürlich dann doch, dass er dann auch alles so durchgezogen hatte. Jetzt verspreche ich mich hier schon, aber macht nichts, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich fand einfach, man hat dann auch gar keinen Unterschied gemerkt und das macht eigentlich auch einen guten Künstler, einen Profi aus, dass man das trotz den Schmerzen so durchzieht. Aber ich will auch gar nicht weit von dem Sturz reden, denn da haben sich schon die Journalisten mehr oder weniger drauf gestürzt. Ich will eigentlich eher auf die Show an sich angehen. Und was ich super fand, ich hatte einen kleinen Cartoon gemalt, so mit vorne den Tobi drauf, im Hintergrund die ganzen anderen Bandmitglieder und ja, hab halt über Eggy dieses Plektron ergattert. Ja, ich halte das mal gerade hier so in die Kamera. Sieht von hinten so aus. Ich habe das nur in so eine Schutzhülle getan, weil, keine Ahnung, ich will halt nicht, dass das direkt so abgegriffen ist. Und ich denke mal, ist ganz cool. Ist halt in so einem Rot, so ein bisschen Permutmäßig. Und dann halt mit dem Joker drauf. Ich spiele leider keine Gitarre, aber ich habe mich natürlich tierisch gefreut. Habe das auch erstmal ganz groß überall gepostet. Und ja, war super. Ja, ich wüsste natürlich auch gerne, wie ihr das Konzert empfunden hattet. Eins muss ich vorweg sagen, das ist jetzt nur ein subjektiver Eindruck von mir. Also es kann genauso gut sein, dass ihr das Konzert total mies fandet. Bitte Kommentare hinterlassen, ich bin für alles offen. Und wenn ihr noch mehr Infos zu den anderen Bands auch haben wollt, dann schaut doch einfach mal bei meinem Blog vorbei. Dann habe ich unten drunter meinen Link zugeschrieben. Da habe ich auch noch mehr Fotos vom Bang Your Head Festival reingestellt und ja, da könnt ihr einfach mal schauen, was ich noch von den anderen Gruppen so gehalten habe. Bis dahin, macht es gut und hofft auch auf besseres Wetter jetzt. Ciao!